Da sind wir wieder bei Astrobot. Und wie hieß jetzt das Level? Irgendwas mit Ranke. Wankende Ranken oder so, glaube ich. Auf jeden Fall sind wir in der zweiten Welt angekommen. Wir hatten ja letztes Mal den Affenboss gemacht. So nenne ich ihn jetzt mal. Affenzahn hieß das Level, glaube ich. Ja. Also hier war auf jeden Fall irgendwas mit Ranken. Das hört sich sehr pflanzenlastig an. Und man sieht auch schon, hier ist mächtig grün. Ich muss mich halt mal wieder haargenau umgucken. Also ich finde, die Steine sind so schön gemacht. Ich finde das, ich habe mir jetzt mal angeguckt. In normaler Sicht sieht das ja schon krass aus. Also so wie ihr das jetzt seht bei YouTube so, auf einem normalen Bildschirm. Aber durch die Brille ist das halt nochmal was ganz anderes. Man kann es halt nicht. Also man ist da wirklich so richtig schön. Was bist du denn? Huch, eine fette Humi. Eine Humi. Oh, da hat sich aber jemand schön eingenistet da unten. Den boxen wir gleich mal da raus. So, Freundchen. Ab in den Controller. Dich nehmen wir mit. Und dann mal gucken, was hier in dem Level jetzt so los ist. Ich sehe schon da hinten wieder diese Helmchenkette. Ich nenne die jetzt mal Helmchen. Die Helmchen-Armee. Lord Helmchen und seine Armee. Hoho. Und so süß, wie Astro immer winkt. Ja, doch, hat doch noch geklappt. Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich jetzt gerade so einen super Angriff gemacht. Ja, der will nicht immer so sich komplett da durchsetzen. Da ist der nächste Spinn unterwegs. Ich mag die Geräusche an dem Spiel und ich muss auch ehrlich sagen, der Soundtrack. Hört euch mal dieses fetzige Lied an. Checkpoint. So, was ist hier? Hier kriege ich wieder irgendwas. Die Truhen kennen wir schon. Da kommt immer Schönes für uns bei raus. Ah ja. Oh, okay. Ach, wie geil. Guck mal, jetzt kann ich hier Wasser spritzen. Ich kann alles gießen. Ich muss wahrscheinlich auch alles gießen. Direkt mal ausprobieren, ja. Ich kann mich auch selber nass machen. Und es gab eine Trophäe dafür. Schön. Gut. Ja, ist eigentlich relativ klar, was ich machen muss. Tada! Nichtsdestotrotz versuche ich auch die Pilze noch zu gießen. Die schrumpfen sogar. Ach, ist einfach schön gemacht. So für zwischendurch. Das ist ein schön entspanntes, lustiges, unterhaltsames Spiel. Muss halt auch immer gucken, wo das Chamäleon ist, ne? Das habe ich ja jetzt auch noch nicht entdeckt. Wo ist das Chamäleon? Na, dem macht das nicht wirklich was. Nee, das bringt allen nichts. Also die irgendwie wegspülen kann ich leider nicht. Schade. Aber wäre dann auch zu einfach, ne? Da oben ist einer. Okay, da komme ich, glaube ich, von hier aber nicht ran. Nee, er ist viel zu hoch. Wahrscheinlich von da hinten aus dann machen. Da ist auch nichts. Da unten sehe ich auch so nichts. Da, die haben Stacheln, oder? Nee, haben sie nicht. Ich höre den, ich höre noch irgendwo einen. Ich höre hier zwei gerade. Mindestens zwei. So, jetzt aber. Naja.
Miau, miau. Boing, boing. So, was macht die? Achso, die macht mir eine neue Plattform. Ich hoffe nicht auf Zeit. Scheiße. Es ist auf Zeit. Oh Gott, oh Gott. Hat der gerade auch Help Me gesagt? Habe ich das richtig verstanden? Der Kleine, der da hing so? Help Me! Ja, ich muss doch darüber, oder nicht? Scheiße! Ich krieg's gerade nicht hin. Ja, hätte ich es mal direkt von da versucht. Ach ja. So, jetzt brauche ich die Plattform. War noch kein Chamäleon zu sehen hier, ne? Nicht, dass ich das nachher vergesse. Da hinten ist auch noch was. In die Ecke gucken hier. Nee, da ist aber auch Ende. Also muss ich hier weiter. Oh, Checkpoint. Juhu. Chamäleon, wo bist du? Naja gut, wir sind ja auch noch ziemlich am Anfang, ne? Das scheint alles früher. Ja, erstmal ein bisschen waschen. Ganz schön dreckig. Ach, hey, ah. Ui. Ganz schön hoch. Das hat jetzt ein bisschen was von der Bohnenranke, oder? Dieses Märchen hier mit der Bohnenranke. Die hoch in den Himmel schießt, wo der Junge dran hochklettert. Den habe ich gefunden, aber das Chamäleon immer noch nicht. Dann ist es vielleicht da oben irgendwo. Das ist ja lustig gemacht. Ja, hallo. Kommen Sie näher. Was war das schon wieder? Achso, jetzt muss ich die, ja klar, drauf nass machen, damit ich höher komme. Und das geht auch wieder auf Zeit. Oh, aber das ist noch relativ... Oh, guck mal, dann noch, wie lange das dauert, bis die wieder runtergehen. Das ist jetzt gar nicht so leicht hier. Ich sehe halt Astro gerade nicht wirklich. Ah, okay, ich werde hochgefahren. Okay, jetzt gucke ich also von oben runter. Da ist schon wieder so ein Schmutzfink. Ganz schön was los hier oben, wa? Ich
gucken, dass ich Astro hier irgendwie hochkrieg. Da passiert nichts. Oh, erstmal hier alles anspritzen, ne? Gucken so, ob irgendwo was passiert. Ja, Astro. Ich hol dich gleich hoch. So. Das ist krass mit der Ansicht hier. Ich höre auch schon wieder einen, der Hilfe braucht. Mal. Aha, eine Brücke. Kommt da so, so was angesprungen, noch eben schnell. So. Ich nehme mal schon mal bei diesem Schmutzfink da gleich. Da muss ich allerdings aufpassen. Ja, genau. Der schleimt hier alles voll. Das ist auch noch so einer, der da einen Sturzflug wieder macht. Erstmal den wegkloppen, jetzt den anderen. Ach, guck mal, jetzt kommt auch was. Ach so. Da fährt mich wieder hoch. Mhm. Ja, wir holen aber erst den einen da hinten. Der winkt da schon. Da hinten muss ich eh lang. So, mein Kollege, komm mal mit. Wie viel haben wir denn jetzt schon eingefangen? Habt ihr mal gezählt? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. War das jetzt der fünfte? Vierte? Nee, ich glaube der fünfte, oder? Keine Ahnung. So. Wassermarsch. Da kommt auch die Brücke oder was habe ich da jetzt? Hä? Ach, so eine Springblume. Mhm. Ja. Klappt nicht. Ich stelle mich halt wieder zu blöd an hier. Nein. Endlich. Ja, hallo. Ach, die will wieder zu mir. Na dann. Oh. Tschüss. Die nächste Brücke, ja, ja. Ja, das ist halt so ein bisschen die Herausforderung bei dem Spiel, ne? Die Ansicht, je nachdem. Ich muss jetzt zum Beispiel wieder Astro steuern, obwohl ich den so gerade schon halb von unten sehe wieder. Jetzt ist er schon wieder höher wie meiner einer. Die sind ganz schön schnell. Was soll ich denn das machen? Ja, ich hätte nicht alle erwischt. Nein! Oh, jetzt hat er mich erwischt. Gut, dass ich gerade da den Checkpoint aktiviert habe. Jetzt haben sie alle wieder ihre Helmchen auf. Oh! Das war uns aber richtig flink, ey. Hallo! Ja, sind doch wieder die nächsten. Noch eine Helmchen-Armee. Die werden echt schneller. Da oben sind auch noch welche. Hey. Ja, bitte fahr mich hoch. Ich sehe kaum noch was. Chameleon, hallo? Irgendwo? Da war's. Da! Boah! Kaum gesehen. Das haben sie schon cool gemacht, ey. Die sind manchmal echt richtig gut versteckt, ne?
Nächsten Checkpoint haben wir auch. Ja, jetzt muss ich wieder Aufzug spielen. Kommen wir lieber noch mal an. Nee. Erst den einen und dann gleich den anderen. Der bleibt aber lange oben. Oh, rüber. Na, geht doch. Hallo. Ist das da was? Da kommt was raus. Ja, geil. Das ist ein Bienenstock. Jetzt kriege ich Stress. Hallo. Au. Der hat mich gestochen. Und nochmal. Okay, ich muss ausweichen. Und Kopfnuss. Aha. Also, ausweichen. Das hat nicht ganz geklappt. Ich fliege ja genau dahin, wo ich auch mit meinem Kopf hin wollte. So, jetzt aber. Also ausweichen, Kopf muss. Checkpoint auch noch dreckig hier. Hat wieder irgendeiner hier rumgeschleimt. Ja, die muss ich irgendwie wegkloppen, ne? Ach, stimmt, ich habe ja auch die Laser, wenn ich fliege. Da denke ich manchmal nicht dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Die vergesse ich. Das sieht aus wie so ein Minecraft-Grasblock. Och, eine Pusteblume. Hey, nee, das geht nicht. Muss ich die anpusten? Ja, guck mal. Jetzt ist sie weg. Ich fand die niedlich. Ja gut, das Chamäleon haben wir ja. Ich gucke jetzt nur auf, ne? Ich höre hier noch einen rumschreien. Ziemlich nah an meinem Ohr. Den muss ich retten. Ja, ich bin ja ziemlich nah schon. Da ist er doch. Ja, rette mich, rette mich. Noch einmal Trampolin. Da haben wir einen. Das macht Bock. Ich habe die Pflanze verfehlt. Ups. Entschuldigung, Astro. Aber die Blume nochmal. Na gut, der ist ja abgespeichert, den muss ich nicht nochmal retten. So, jetzt aber. Das ist nicht passiert. Das hat jetzt keiner gesehen. Das ist eine neue Blume, die da gerade auftaucht. Die kennen wir noch gar nicht. Guck mal, die ist völlig neu. Ich muss die anpusten. Und da, Minecraft-Grasblock. Oh, Trampolin 1. Und jetzt aber, bitte, bitte. Guck mal, Minecraft-Grasblock und eine Blume. Die ist neu, die muss ich anpusten. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich möchte einfach nicht weiterkommen, weil ich diese Blume so feiere. Ich finde das süß, wie die mich begrüßt. Das ist alles Absicht, das ist alles geplant. Ja. La 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 la. Ach, guck mal da, schön. Pflanzen.
Ach komm, da ist ja nicht mehr viel, oder? Ich denke mal, dass da oben irgendwo gleich das Ende auch ist. Wir sind schon ziemlich lang unterwegs, ne? 20 Minuten so darum. So. Gehen wir halt direkt diesen Weg. So. Komm, ab durchs Tor, dann werde ich auch hochgefahren, damit ich das ein bisschen besser sehen kann wieder. Ja, das sieht doch schwer nach Ende aus. Fetter Schleimblock, ne? Ich weiß noch gar nicht, ob wir alle kleinen Astrobots gesammelt haben. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen und dann gleich mal gucken. Ja, hallo, jetzt geht's aber los hier. Am Ende weiß ich, ja, zwei direkt hintereinander. Das war gemein. Ja, am Ende hauen sie nochmal alles raus, was geht, ne? Ich muss halt gucken, dass der nicht jetzt so viel hier rumspuckt, damit ich die hier eben wegmachen kann. Deswegen sprühe ich den jetzt die ganze Zeit da an. So, der weg. Jetzt hätte ich auch gerne noch die Helmchenarmee beseitigt. Ja, ja, könnte schneller werden. Der erste darf mich halt nicht kriegen, weil er diesen Stachel vorne hat. Da ist das Ziel. Tada! Ich höre noch einen irgendwo, ne? Aber wo ist der? Irgendwo hier schreit noch einer rum. Oh. Hab ich bestimmt irgendwo übersehen, vergessen. Ja gut, aber ich habe ja gesagt, dass wenn mir Sachen fehlen, die mache ich nachträglich für mich. Also das nehme ich nicht nur extra auf. Ne? Das soll kein hundertprozentiger Guide hier werden, wo man hier alles einsammeln kann. Dann fehlt da halt jetzt mal einer oder so. Genau wie mit einem Chamäleon. Wenn ich die halt nicht finde, dann ist es so. Also auf 100% werde ich für mich privat machen, weil es geht ja einfach nur darum, halt auch das Spiel zu zeigen. Vielleicht kriegt er da selber Bock drauf. Solltet ihr eine VR haben. Ich kann es wirklich immer nur wieder empfehlen. Also wer so Super Mario und sowas mag, der kommt hier voll auf seine Kosten. Ja. Ne, es waren leider nicht alle. Ja, der vorletzte. Okay, gut. Weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. Dann muss ich den nochmal suchen und... Ja, dann trotzdem auf jeden Fall danke fürs Reinsehen, fürs Zusehen, liken, kommentieren, wäre schön, freue ich mich immer und ich lese auch immer alles durch. Dusche gefällig, ja, das passt ja auch wieder. Und dann freue ich mich auf Welt 2, auf Level 2, in Welt 2, so rum, Ausflug ins Blaue. Ui, das hört sich gut an. Aber das gibt's dann erst beim nächsten Mal. Ciao, ciao, macht's gut, eure Jacku.